Wir könnten dazu den Rechtsextremismus-Experten Herrn Häusler befragen. Das ist so recht. Er erklärt das mal ganz gut. Ja, fast ein bisschen schade, dass es jetzt doch so dünn geworden ist. Da waren einige ganz komische Gestalten dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr noch eine Menge Spaß haben werdet mit dem einen oder anderen. Das ist der Toppe. Und mit euch vielleicht auch. Ja, TTIP ist das Thema, über das ich reden sollte. Und das trifft sich deshalb ganz gut, weil wir in der Tat heute, ich würde sagen, im Europäischen Parlament die erste kleine Erfolgsmeldung gegen TTIP zu vermelden haben. Aber das vielleicht zum Schluss. Ich fange mal damit an, was ich mir unter einem guten Freihandelsabkommen vorstellen könnte. Und dann wird relativ schnell klar werden, dass dieses Freihandelsabkommen, was sich TTIP nennt, diese Kriterien in ganz, ganz wesentlichen Punkten nicht entspricht. Sie kennen den Vortrag. Zumindest in Teilen, oder? Nee, Sie sind nicht wirklich gekommen. Genau, wir waren. Ich war auch beim letzten Mal da, ich komme auch zu spät. Gut. Ich fange mal mit Folgendem an. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass in TTIP ein sogenannter Investorenschutz integriert werden soll. Wer hat davon schon mal gehört? Investorenschutz, ISDS? Jemand? Okay, das ist nämlich. Man spricht ganz viel über Genmais, über Chlorhühnchen. Chlorhühnchen können Sie übrigens aus Frankreich auch kriegen, also da brauchen Sie keinen TTIP dafür. Genmais können Sie übrigens inzwischen über ein Freihandelsabkommen mit der Ukraine bekommen und über andere Wege, also dafür braucht es alles kein TTIP. Das ist bedauerlicherweise alles schon da. Aber ein paar Dinge sind neu. Und der Investorenschutz, der in TTIP geplant ist, der ist in der Tat sehr viel bedenklicher als Chlorhühnchen oder Genmais. Und worum geht es dabei? Die Idee ist ursprünglich folgende, ist eine deutsche Idee, keine so wahnsinnig gute. Die Idee war die, dass wenn man ein Freihandelsabkommen abschließt mit, sagen wir mal, sogenannten Bananenrepubliken, die keinen geordneten Rechtsstaat haben, keine geordnete Demokratie, dass man Investoren, also insbesondere deutsche Investoren, die dann beispielsweise in Burkina Faso investieren, dass die eine gewisse Sicherheit bekommen. Und dass man dann einen völkerrechtlichen Vertrag schließt, der also bestimmte Mindeststandards für diese Investoren sicherstellt, damit nicht irgendein wild gewordener Despot vielleicht zur Feier des Geburtstages, weil es ein Runder ist, seiner Ehefrau ein deutsches Unternehmen enteignet. Oder was weiß ich, warum auch immer. Die Idee ist also grundsätzlich nicht so fernliegend. Wir haben aber bei einem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union eine etwas andere Situation. Wir haben es nämlich üblicherweise nicht mit Bananenrepubliken zu tun, sondern mit relativ hochentwickelten Staaten, bei allen Defiziten, die es da sicherlich auch gibt. Wobei man eben sagen muss, viel bessere Rechtsstaaten werden wir auf der Welt dann nicht mehr finden. Also wenn es daran, an der Rechtsstaatlichkeit, an der Demokratie in der Europäischen Union, in den USA hapert, dann wird das auch ganz schwer mit völkerrechtlichen Verträgen und der Umsetzung auf überstaatlicher Ebene. Insofern ist die Frage, was kann man damit eigentlich gewinnen, dass man das auf eine Ebene, auf eine überstaatliche Ebene hilft. Das Problem bei diesen Schiedsgerichten
die dann über Streitigkeiten zwischen Staaten und Unternehmen entscheiden sollen, ist vielfältig. Und dazu würde ich Sie einfach mal bitten, sich vorzustellen, dass wir das deutsche Rechtssystem folgendermaßen organisieren. Alle Berufsrichter werden entlassen und bevor Sie beiden einen Fall gegeneinander führen, bestimme ich drei Anwälte, die Ihren Fall dann mit Recht versorgen. Er ist ein überaus quirliger und erfolgreicher Unternehmer. Sie sind ein totaler Nobody, studieren an der Düsseldorfer Universität. Okay, das stimmt. Und die drei Anwälte sprechen jetzt Recht. Jetzt frage ich Sie, was geht in den Köpfen der Anwälte vor? Und wer hat Recht? Wir brauchen den Fall gar nicht zu diskutieren. Aber Anwälte denken besonders und die denken völlig anders als Berufsrichter. Und jetzt meine Frage, würden Sie sowas für das deutsche Rechtssystem wollen? Ich vermute, keiner von Ihnen würde das für eine gute Idee halten. Und es hat seine Gründe, warum wir Berufsrichter haben. Und es hat möglicherweise auch Gründe, warum man diese Berufsrichter für TTIP eben nicht vorsieht, sondern dass man dort vorsieht, dass Anwälte aus großen, durchaus renommierten angloamerikanischen Anwaltskanzleien Recht sprechen sollen. Dabei muss man sich eben klar machen, dass ein großer Staat unter Umständen sehr viel mehr Beachtung dieser Anwälte bekommt als ein kleiner Staat und ein großes Unternehmen selbstverständlich sehr viel mehr Beachtung, zumindest im Hinterkopf, bekommt als ein kleines Unternehmen. Das ist bei Anwälten so. Das kann ich Ihnen versichern. Ich war selbst lange genug als Anwalt tätig. Da wird hinter verschlossenen Türen verhandelt. Gerichtsverhandlungen sind in Deutschland und im Übrigen in jedem Rechtsstaat üblicherweise öffentlich und das hat seine Gründe. Weil man das Verhandeln hinter verschlossenen Türen kennt man aus der DDR und das kennt man aus anderen Diktaturen. Aber es ist eben ein Zeichen totalitärer Staaten, dass sie ihre Rechtssachen hinter verschlossenen Türen verhandeln. Und zwar einfach deshalb, weil man gar nicht öffentlich machen will, wie die Verfahren laufen. Und das ist Teil dessen, was man als Rechtsstaat bezeichnet, nämlich die Transparenz des Verfahrens. Denn es kommt am Ende nicht nur darauf an, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist, das kann die Öffentlichkeit am Ende ohnehin kaum nachvollziehen. Sondern es kommt insbesondere darauf an, ob das Verfahren sauber gelaufen ist. Und das kann eben niemand beurteilen, wenn hinter verschlossenen Türen geheim verhandelt wird. Und dann ist nicht vorgesehen eine Berufungsinstanz. In Deutschland ist alles berufungsfähig, wo es um mehr als 600 Euro geht. Aber Verfahren, wo es um Hunderte von Millionen, möglicherweise sogar Milliarden Summen geht, sollen in einer Instanz abgehandelt werden. Ich glaube, auch das ist keine so richtig gute Idee, weil Menschen nun mal Menschen sind und eine ganze Menge Fehler machen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Anwälte oder Richter handelt. Und dann ist es hilfreich, wenn eine zweite Instanz zumindest einmal drauf guckt. Dass man das ausgerechnet in so wesentlichen Fällen unterlassen möchte, lässt nichts Gutes vermuten. Dazu kommt aber auch, dass diese Schiedsverfahren relativ teuer sind. Und damit benachteiligen sie strukturell kleine und mittelständische Unternehmen und bevorteilen Konzerne. Das liegt ganz einfach daran, dass wenn Bayer meint, die USA verklagen zu müssen oder wenn General Electric Deutschland verklagt, dann sind 5 Millionen für ein Schiedsverfahren eben Peanuts. Wenn aber der Mittelständler von nebenan sich in den USA ungerecht behandelt fühlt und er muss jetzt mal eine siebenstellige Summe auf den Tisch legen, dann überlegt er sich ganz schnell, ob ihm das Recht tatsächlich so wichtig ist, beziehungsweise ob sich der Prozess dann lohnt. Und dazu gibt es ein sehr schönes, inzwischen relativ bekanntes Beispiel eines Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und Uruguay. Sollte man meinen, möglicherweise nicht ganz so wesentlich, doch in diesem Fall schon, zumindest für Uruguay. Denn Uruguay hat weltweit mit die schärfsten Nichtraucherschutzgesetze irgendwann mal erlassen. Das war mutig, aber möglicherweise auch dumm. So ganz genau wissen wir das noch nicht, weil das Verfahren nicht abgeschlossen ist.
Philip Morris hat nämlich eine Niederlassung in der Schweiz und hat daraufhin Uruguay verklagt. Und zwar auf 2 Milliarden US-Dollar. Das sind 4% des Bruttoinlandsprodukts. Wenn Uruguay dieses Verfahren verliert, dann sind die nicht unmittelbar pleite, aber zumindest haben sie ein relativ großes Haushaltsloch. Das Ganze wäre möglicherweise alles noch gar nicht so schlimm. Aber wenn wir uns das Ganze demokratietheoretisch betrachten, also überlegen, welche Effekte das zukünftig hat auf ein Parlament in Uruguay, dann möchte ich Ihnen einfach mal ein theoretisches Szenario vorlegen. Und zwar sind Sie Parlamentarier in Uruguay, ich bin Mittelständler und ich komme jetzt zu Ihnen und sage, also Sie haben da ein Gesetzesvorhaben, das verletzt meine Investorenrechte, das kostet mich in den nächsten 10 Jahren bestimmt 100.000 Euro. Wenn Sie dieses Gesetz verabschieden, werden Sie mir das erstatten müssen, denn ich werde Sie verklagen. Und ich habe hier auch ein Gutachten, da steht das auch alles haarklein drin, da können Sie nachlesen, den Prozess, den werden Sie verlieren, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und Sie wissen aber alle zu Hause, Ihre Wähler wollen zu 60% dieses Gesetz haben. Wir werden Sie entscheiden. Nun, so günstig werden Sie Stimmen nicht wieder kaufen können. Das heißt, meine 100.000 Euro werden Ihnen vermutlich, auch das kann ich Ihnen inzwischen sagen, wie Politiker denken, die werden Ihnen völlig wurscht sein, tendenziell. Meine Rechte werden Ihnen völlig wurscht sein, weil es sich um einen kleinen Mittelständler handelt. Und Sie werden mir sagen, dann verklag uns doch. Aber jetzt bin ich nicht mehr der kleine Mittelständler, sondern ich bin Lobbyist des amerikanischen Automobilverbandes. Und Sie planen sehr viel schärfere CO2-Werte beim Ausstoß für Kraftfahrzeuge. Und amerikanische Mobilkonzerne fühlen sich unmittelbar benachteiligt, denn die bauen Pickups und insgesamt eher dicke Maschinen und sehen dadurch sich in einem Wettbewerbsnachteil in Uruguay und erklären ihnen, dass das für die kommenden Jahre mindestens 25 Milliarden Dollar Gewinneinbußen sind. Macht nichts, Sie lehnen sich alle zurück, denn Sie haben mehrere Gutachten, die Ihnen alle bestätigen, dass Sie sich auf der sicheren Seite befinden und dass dieses Gesetz gegen kein Freihandelsabkommen verstößt. Woraufhin ich Ihnen erwidere, ja, aber vor Gericht oder vor See, Sie wissen schon, die letzten 5-10% Restrisiko, die bleiben. Sie haben also 5-10% Restrisiko auf eine Staatspleite, ne? Jetzt frage ich Sie, wie würden Sie jetzt entscheiden? Haben Sie Lust, möglicherweise in 3 Jahren vor Ihre Wähler zu treten und denen zu erklären, dass Sie zwar echt im Recht waren, aber dass Uruguay jetzt leider pleite ist? Nein, haben Sie vermutlich nicht, denn Sie werden nicht wiedergewählt. Möglicherweise werden Sie auch schon in einem Jahr aus dem Parlament gezerrt, weil die Bürger unglaublich wütend auf Sie sind, weil Ihre Ersparnisse leider flöten sind. Sie wissen schon, diese ganze Geschichte mit der Staatspleite hat immer ein paar negative Side-Effects, die für Politiker nicht so ganz vorteilhaft sind. Sie werden das also möglicherweise lassen. Was ich damit sagen will, ist, dass ein solcher Investorenschutz große strukturell bevorteilt und kleine strukturell benachteiligt. Und das haben inzwischen auch eine ganze Menge Mittelständler erkannt. Das heißt, wenn immer behauptet wird, die Wirtschaft ist grundsätzlich für jede Form von Freihandelsabkommen und wir müssen das unbedingt abschließen. Die ganze Wirtschaft weiß um die Vorteile des Freihandels. Dann trifft das zwar ganz grundsätzlich zu, aber nicht unbedingt auf TTIP. Der größte Mittelstandsverband in Deutschland, der BVMW, hat ganz klar erklärt, dass TTIP insbesondere mit Investorenschutz und mit der Schiedsgerichtsbarkeit völlig indiskutabel ist, und zwar aus rechtsstaatlicher Sicht, und dass man eben auch den Mittelstand gegenüber Konzernen benachteiligt sieht. Das heißt, diese Mehr, die Wirtschaft ist grundsätzlich für TTIP, ist völliger Unfug. Und es gibt eine ganz glasklare Äußerung der Amerikaner in den Verhandlungen, die dazu auch gesagt haben, es wird TTIP nur mit Investorenschutz geben oder gar nicht. Was wiederum einen ganz einfachen Hintergrund hat. Die Amerikaner wollen Freihandelsabkommen mit China haben. Und mit China
da sehen Sie in der Tat die Notwendigkeit, diesen Investorenschutz zu integrieren. Und Sie haben die Befürchtung, dass wenn Sie das mit der Europäischen Union nicht tun, dass möglicherweise China dann auch den Investorenschutz ausverhandeln könnte. Und das bedeutet, dass wir uns in einer Lage sehen als Europäer, wo wir eben diesen Investorenschutz mitfressen müssen und damit alle Rechtsstaats- und Demokratiedefizite mit in Kauf nehmen müssen, wenn wir dieses Freihandelsabkommen haben möchten. Und da stellt sich die Frage, warum wir das denn haben wollen sollten. Und da geht es nun um sage und schreibe 0,5% Wirtschaftswachstum in den kommenden 10 Jahren, aber nicht jedes Jahr, sondern insgesamt. Also jedes Jahr 0,05%-Punkte in den kommenden 10 Jahren. Ein halbes Prozentpunkt mehr Wirtschaftswachstum innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das wäre der Preis für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. Alles im Griff, oder? Wir machen nur die Tür zu, dann können Sie hier in Ruhe weitermachen. Und was draußen passiert, können Sie dann. Sind die immer noch draußen? Die stehen unten am Eingang. Ja, die werden nur darauf warten, dass ich weggehe. Und ich muss irgendwann weg.